Und Action! Cut! Etage TV! Den Adam Hess vom Basketball-Ratio vom Ulm interviewen. Wir sieben hier, der andere steht hinter der Kamera. Die gehört dem Kameramann. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, das Video, und wünschen euch noch viel Glück beim Anschauen. Viel Spaß! Viel Spaß! Wir wünschen Ihnen viel Spaß! Und jetzt viel Spaß! Linzer Kaffeemaschine. Das bin ich. Ich habe letztes Jahr in Hagen gespielt und ich hatte hier ein Angebot, hier mit Thorsten nochmal zu spielen. Ich habe früher mit Thorsten gespielt, für der Trainer Thorsten Leibner. Und das Angebot war gut, weil ich hatte eine Chance, nochmal in Eurocup zu spielen. Normalerweise essen wir am Spieltag die gleichen Essen: Lachs mit Spinat oder Hähnchenbrustfilet oder mit Nudeln. Und ich esse jeden Tag normalerweise frische Gemüse und Obst. Und ich nehme Proteinshakes. Hoffentlich mag meine Tochter Tennis, aber ist egal. Wir sind froh, wenn sie macht alles. Anything. Was sie mag. Oder? Was sie mag, ist gut für uns. Okay. Hier ist meine Schwägerin, mein Schwäger, die Eltern von meiner Frau. Meine Frau und ich haben unseren Hochzeitstag. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und der Partner von meinem Bruder. Das ist meine Familie. Ich vermisse meine Familie und meinen Freund. Mein Freund, aber meine Familie ist auch hier, so nicht so oft wie früher. Jetzt bin ich zu Hause, wo meine Familie ist. Ich bin ein Detroit Tigers Fan, so das ist meine Lieblingsmütze. Cool. Die für Detroit. Mein Lieblingsvideospiel ist Pac-Man. Das ist Miss Pac-Man hier. Ups. Mein Lieblingsplatz ist in mein Bett. Geht mir genauso. Saison machen wir viele Krafttraining für unser Körper für mehr Kraft, aber im Saison machen wir mehr Übungen für Stretching und weniger Gewicht. Pull-ups, Squats ohne Gewicht, Stretching. Aber viele Liegestütze. Hey.
Lieblingsgerät, aber hier im Training Center, mein Lieblingsgerät ist die Bar. Danke. Man muss nicht sehr groß sein, Basketball zu spielen. Im Basketball man braucht viele unterschiedliche große Spieler. Ich habe mit einem Spieler, das war nur 1,60 Meter gespielt. Er spielt jetzt bei den Island Dragons. Er ist ganz klein, aber er ist normalerweise der beste Spieler für die Island Dragons. Take that extra dribble afterwards, you jump up the right, you finish with the left. Zum Glück in unserer Mannschaft, alle sind befreundet hier. Eine enge Freunde, vielleicht ist mein Zimmerkollegin für die Ausfahrtsspieler im Hotelzimmer. Und das ist Trent Plaisted. Wir gucken immer an neue Filme und wir haben viele Meinungen über diese Filme. So vielleicht er ist. Und auch, aber ich bin mit der ganzen Mannschaft befreundet. So viele gute Leute in dieser Mannschaft. So. Mein erster Dunking, ich habe das gemacht, wenn ich 13 war. Wir machen morgens vor dem Spiel Werftraining, zusammen, die ganze Mannschaft zusammen. Und ich schlafe für eine Stunde, zwei, drei Stunden bevor jedes Spiel. Wenn du jung bist, du hast viel Energie und du kannst sehr hart arbeiten, aber du musst auf jeden Fall Spaß auch haben. Ich kann das nicht sagen, weil unsere Spieler sind wie Kinder und sie sind ganz böse, wenn ich sage ein Spieler. So ich muss sagen, alle die Spieler für uns sind mein Lieblingsspieler. Nach einem guten Spiel, ich fühle mich sehr stolz, aber an die andere Seite, ich weiß, wie in Finanzen, das ist wie die Stockbörse. Jedes Spiel ist manchmal höher oder niedriger, so ich muss immer erinnern, das kann in die andere Richtung auch sein. So ich muss nicht super stolz sein, nur ein bisschen nach jedem guten Spiel. Wenn meine Frau ist neben mir, dann kann ich Lachs mit Spinat essen. Aber für jedes Auswärtsspiel sind wir in einem Hotel und ich kann nicht diese Entscheidung machen. So, nur zu Hause. Jetzt mein Lieblingsessen ist Lachs mit Spinat. Wir lernen mehr von Niederlage als von Sieger, so wir müssen das immer erinnern. Thank you.
Thank you.